Mann, CDU-CSU-Fraktion. Ich nehme das hier. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ist natürlich schon mal klar, Forschung und Entwicklung ist einer der Treiber für unseren Wohlstand, ist einer der wesentlichen Treiber auch für unsere volkswirtschaftliche Stärke der Zukunft. Ich denke mal, da sind wir uns zumindest mal alle einig. Und leider, und das ist natürlich auch in den heutigen Zeiten, so wird das Thema häufig überlagert von ganz anderen Debatten. Und da muss ich den Grünen danken. Wir führen leider die Debatten über Forschung und Entwicklung im Moment auch zu wenig. Insofern ist es schön, dass Sie das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und ich will auch noch ein Lob hinzufügen. Sie haben sich viel Mühe gemacht mit diesem Antrag. Das kann man auch als selbstverständlich natürlich hinnehmen. Und aber neben einigen Schatten, über den ich gleich noch spreche, ist sicherlich auch viel Licht in diesem Antrag. Insofern ist es schön, dass wir uns heute darüber unterhalten. Forschung und Entwicklung für Mittelständler, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch lange darüber diskutieren sollten und wo ich auch das eine oder andere noch zu beitragen möchte. Das EFI-Gutachten, das wir ja jedes Jahr bekommen und auch immer intensiv diskutieren, zeichnet uns ja und sagt uns immer, wie gut wir sind in vielen Bereichen. Und es weist aber auch immer natürlich wieder darauf hin, dass die steuerliche Forschungsförderung noch ein Instrument sein könnte, was darüber hinausgeht und uns noch besser macht. Insofern, denke ich, lohnt es sich auch, darüber zu diskutieren. Es ist natürlich ein sehr spezifisches Instrument. Wir hatten es übrigens in der letzten Koalition sogar im Koalitionsvertrag stehen mit der FDP. Ist leider nicht zum Tragen gekommen. Einige von uns bedauern das. Ich gehöre auch dazu. Und da hatten wir uns allerdings auf einige Eckpunkte geeinigt, die deutlich abweichen von Ihren. Zum Beispiel, was wir auch gemacht haben, ist die Steuergutschrift, das Modell einer Steuergutschrift. Aber wir haben es konzentriert auf die Personalkosten im F&E-Bereich. 10% der Personalkosten sollte also Personalkosten als Bemessungsgrundlage und dann 10% davon als Steuergutschrift. Ich halte das eigentlich auch für einen sinnvolleren Ansatz als sozusagen die breite Gießkanne über alle Kosten, die Sie jetzt haben, weil ganz abgesehen davon, dass natürlich dann auch die Bemessung dieser Kosten deutlich schwieriger ist, als wenn man das weiter differenziert. Dann ist natürlich die große Frage kleine und mittlere und große Unternehmen. Wir haben uns damals dafür entschieden, dass wir einen bestimmten Steuersatz für kleine hatten und einen deutlich kleineren Gutschriftsatz für große Unternehmen. Und ich denke, das ist auch durchaus sinnvoll, dass man auch die mittleren, vielleicht auch die großen mit in die Betrachtung einbezieht. Die Steuermindereinnahmen waren damals mit 1,5 Milliarden gerechnet worden. Sie rechnen da jetzt 770 Millionen. Ob das so stimmt, lasse ich mal dahingestellt sein. Aus meiner Sicht kann das eigentlich nicht plausibel sein. Sie beschränken zwar die Anzahl der Unternehmen, aber dadurch, dass Sie alle Kosten und 15% nehmen, müsste die Summe eigentlich noch mal größer sein als die, die damals errechnet wurde. In meiner Brust schlagen da zwei Herzen, einmal die des Unternehmers. Und der ist natürlich von der steuerlichen Forschungsförderung absolut begeistert, muss ich hier auch mal sagen. Was würde das bedeuten für uns zum Beispiel im Unternehmen? Wir würden uns natürlich etwas weniger mit Anträgen beschäftigen, auch wenn ich sagen muss, dass was hier gezeichnet wurde, 500 Seiten Anträge, ist natürlich in der Regel bei mittelständischen Anträgen nicht der Fall. Es ist schon relativ schmal aufgezogen, aber dennoch muss man sich natürlich mit diesem Antrag beschäftigen. Man muss ihn einreichen, dafür geht Zeit und all das ist natürlich im Forschungs- und Entwicklungsbereich nicht so gut, weil Zeit spielt auch eine wesentliche Rolle. Was könnten wir zum Beispiel damit machen? Wir könnten 4 zusätzliche Entwickler einstellen, wahrscheinlich so, wenn wir unser Modell mal nehmen, was wir damals gemacht hatten. 4 zusätzliche Entwickler, was kann man damit machen? Naja, entweder ich kann die Projekte beschleunigen, die ich sowieso schon habe. Das hilft natürlich auch bei der Wettbewerbsfähigkeit. Dann bin ich ein bisschen früher vielleicht am Markt, kann früher meinen Prototypen machen. Oder, das finde ich noch reizvoller, ist das eine Projekt, was immer hinten runterfällt, kann dann mit bearbeitet werden. Und vielleicht generiert es dann zusätzlich oder später dann auch mal den Ertrag, an dem wir natürlich uns freuen, aber an dem ich mich dann auch als Finanzpolitiker freuen kann, der natürlich dann wieder besteuert wird. Insofern würde ich mal sagen, als Unternehmer habe ich da viel Sympathie. Vielleicht noch mal ganz kurz, große, mittlere, kleine. Sie hören ja bei 249 Mitarbeitern auf. Wenn Sie sich zum Beispiel da mal mit dem VCI genauer beschäftigen, werden Sie sehen, da gibt es auch eine ganze Menge mittlerer Unternehmen. Die haben manchmal auch 300 Mitarbeiter. Und deswegen ist für mich immer diese Grenze 249 geht gerade noch, 300 geht dann nicht mehr, ist eigentlich natürlich auch kein sinnvoller Effekt.
sodass man schon sich ein bisschen genauer damit beschäftigen muss, was ist eigentlich die Spezifizierung von kleinen Unternehmen und mittleren und großen. Sicherlich ist bei Konzernen das ein ganz anderes Thema. Das wissen wir alle, die stehen in einem Standortwettbewerb. Da geht es darum, wenn ich eine neue Forschungsabteilung aufbaue, wo ist sozusagen der Standort am besten? Und da spielt eben dieser Steueraspekt auch eine Rolle. Spielt vielleicht nicht die alleinige Rolle, aber es spielt sicherlich auch eine Rolle. Insofern, denke ich, muss man auch das immer wieder genau im Auge haben. Wenn ich das als Finanzpolitiker ansehe, dann gibt es natürlich einige Themen, die auch schon genannt wurden. Mitnahmeeffekte sind sicherlich nicht ganz auszuschließen. Auch gerade bei den kleineren Unternehmen kann es natürlich schon sein, dass das ein oder andere Steuerberater des Unternehmens, wenn so eine steuerliche Förderung plötzlich aufkommt, dem fällt dann auf, Mensch, eigentlich haben wir doch schon immer Forschung und Entwicklung betrieben in unserem Unternehmen und wir haben doch eigentlich da eine ganze Menge Kosten. Das ist uns zwar in den letzten Jahren noch nicht aufgefallen, aber jetzt fangen wir damit erstmal an. Also, dass es solche Mitnahmeeffekte auch geben wird, denke ich mal, ist auf jeden Fall nicht ganz auszuschließen und damit muss man sich auch beschäftigen. Ja, muss man auch. Und vielleicht auch noch mal zu den Projektbeispielen. Was haben wir denn heute? Und ich glaube, dass die deutsche Projektförderung, dazu möchte ich abschließend auch noch mal kurz eingehen, ist natürlich ein Erfolgsmodell in Deutschland. Und das ist ja auch das, was unseren Standort hier stark macht. Da gibt es ganz viele Unternehmen, auch wirklich viele kleine in meinem Wahlkreis. Ich sag mal, in der schönen Stadt Schwentinental, die Sie bestimmt alle kennen, gibt es ein Unternehmen, das sich mit verunreinigtem Trinkwasser durch Mikroplastik, also Erkennung von Verunreinigung im Trinkwasser durch Mikroplastik spezialisiert hat. Die kriegen eine Förderung in Neumünster. Ein kleines Unternehmen, was faserverstärkte Bauteile herstellt, kriegt so eine Förderung. Wir haben insgesamt etwa 1,8 Millionen in meinem Wahlkreis für 11 Unternehmen, die da in die Projektförderung eingebaut sind, im Wesentlichen durch das Programm KMU Innovativ. Also das zeigt auch im Grunde unsere Förderung, wie wir heute haben, kommt an. Das ZIM-Programm ist genannt worden, ein Zugpferd, international, super Reputation. Und ich denke, da muss man auch immer wieder drüber reden. KMU innovativ natürlich mal etwas anders. Da gibt es bestimmte Technologiebereiche. Das ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit mache ich völlige Freiheit, inwieweit überlege ich mir auch politisch, gibt es bestimmte Bereiche, die ich fördern will, wie zum Beispiel Biotech, Medizintechnik, IKT, Ressourceneffizienz, zivile Sicherheit und einige andere Themenfelder, die da einen Schwerpunkt haben. Und was ich auch noch erwähnen möchte, wir haben die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschung. Und das ist auch ein Zugpferd. Das gibt es so auch nicht in den anderen Ländern. Und wenn Sie mal sehen, welche Unternehmen sich da engagieren, da gibt es viele Kooperationen, Unternehmen mit anderen Unternehmen, auch im Ausland, mit Wissenschaftseinrichtungen, mit Universitäten, mit unseren Forschungseinrichtungen. Und das alles sozusagen in einer Art selbstbestimmter Überwachung. Es sind ja dann auch wieder Unternehmer selber, die in der AIF sitzen und sich überlegen, wie können wir dieses Instrument sinnvoll entwickeln. Insofern ist es auch wichtig, dass jetzt ist das Wirtschaftsministerium schon weg, dass wir eben in diesem Bereich auch immer gucken, dass wir im Haushalt ausreichend Mittel bereitstellen, denn diese Projekte sind häufig vielfach überzeichnet. Insofern möchte ich zum Schluss vielleicht noch eins erwähnen, und das ist das Thema, es wurde auch kurz angesprochen, ob wir dann ein Gesetz hinkriegen, am Ende ein Wagniskapitalgesetz. Ich würde es natürlich sehr befürworten. Aber lieber Herr Binding, eine Sache ist natürlich auch klar. Wenn wir ein Wagniskapitalgesetz machen, müssen wir das mit den Verlustvorträgen irgendwie geregelt haben. Und da haben wir leider noch zwei Baustellen. Einmal spricht das Finanzministerium seit vielen Jahren mit der Europäischen Kommission. Und da gibt es anscheinend immer noch kein wirkliches Ergebnis, wie man das machen kann. Und soweit ich das erinnere, ist bei der SPD auch noch nicht alle davon überzeugt, dass die Verlustvorträge auch bei diesen Unternehmen sozusagen ein Instrument ist, was am Ende natürlich eine hohe Wirkungskraft entfaltet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dieses Wagniskapitalgesetz in dieser Legislaturperiode hinbekommen und dass da auch was Ordentliches drinsteht. Zum Schluss. Also, wir haben einen super Forschungs- und Entwicklungsstandort in Deutschland und wir alle müssen immer wieder daran arbeiten, dass das besser wird. Jeder Vorschlag ist dafür willkommen, das muss ich auch ganz klar sagen. Und wir sollten da auch weiter darüber reden, wie wir das machen können. Wir haben in eineinhalb Jahren ja wieder Koalitionsverhandlungen. Vielleicht können wir uns dann darauf einigen, dass wir das auch mal da unterbringen, mit wem auch immer wir die dann hoffentlich führen.
Und letztes Mal haben wir es übrigens auch in den Koalitionsverhandlungen intensiv diskutiert. Es wurde leider am Schluss rausgenommen, weil es so viele gute Vorschläge gab, was alles gemacht werden musste, dass das nun leider am Ende hinten runterfiel. Aber jetzt kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege Fuhrmann, ja? Das mache ich, Frau Präsidentin. Ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam an diesem Thema Forschung und Entwicklung arbeiten, dass wir den Standort gemeinsam weiter voranbringen, dass wir das Thema steuerliche Forschungsförderung auch immer mit im Blick haben und freue mich auf die weitere Diskussion über dieses Thema mit Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt hat der Kollege